Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Man muss der Opposition dankbar sein, dass wir heute über diese Anträge debattieren dürfen. Herzlichen Dank. Ja, wir müssen reden. Denn die Entwicklung bei Spitzengehältern in der Wirtschaft und auch im Sport kann einem ja manchmal schon den Atem verschlagen. Aktueller Anlass für die Opposition, ihre ja schon seit Jahren bekannten Vorschläge jetzt wieder aus der Mottenkiste zu holen, ist ja der aktuelle Fall der ehemaligen SPD-Ministerin Hohmann-Dennert. Und da lohnt es sich nun in der Tat, diesen Einzelfall noch mal näher zu betrachten. Da wird zunächst für eine ehemalige SPD-Ministerin ein neuer Vorstandsposten bei VW geschaffen. Verantwortlich dafür ist ein Gremium, in dem Gewerkschaftsvertreter, der Betriebsrat und der SPD-Ministerpräsident des Landes Niedersachsen das Sagen haben. Und nachdem die Dame dann nach knapp einem Jahr nicht mehr weitermachen will, erhält sie für ihr Ausscheiden eine Abfindung, die Normalbürger schwindeln lässt. 12 Millionen €. Ob das rechtlich in Ordnung ist, wird noch zu prüfen sein. Aber interessant ist dann, dass die gleichen, die diesen gesamten Deal eingefädelt haben und sowohl für die Einstellung wie auch für die vertraglich geschuldete Abfindung beim Ausscheiden verantwortlich sind, nun Krokodilstränen vergießen. Das ist schon ein starkes Stück. Und dieser Fall, der macht ganz besonders deutlich, dass bei den anprangerungswürdigen Gehaltsexzessen immer auch in den mitbestimmten Unternehmen, die Arbeitnehmerseite, die Gewerkschaften, Betriebsrat und im Fall VW ganz besonders auch der Miteigentümer, die SPD-geführte Landesregierung, die direkte Verantwortung tragen. Kolleginnen und Kollegen, ausufernde Managergehälter stellen in der Tat ein großes gesellschaftliches Problem dar. Und ich kann verstehen, dass es in der Bevölkerung eine große Empörung gibt über solche Vorkommnisse. Wir haben deswegen bereits im Koalitionsvertrag verabredet, zusammen mit dem Koalitionspartner, dass wir im Hinblick auf die Kontrolle von Managergehältern gesetzgeberischen Handlungsbedarf sehen. Wir haben konkret vereinbart, dass wir, um Transparenz bei der Feststellung von Managergehältern herzustellen, über die Vorstandsvergütung künftig die Hauptversammlung entscheiden lassen wollen. Das ist ein richtiger Schritt. Leider hat der zuständige Justizminister bis heute in dieser Legislaturperiode keinen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt. Wir haben jetzt heute gehört, das wird in den nächsten Wochen dann wohl der Fall sein. Das ist gut so. Bei der Diskussion um die Begrenzung der Vorstandsgehälter darf man aber nicht vergessen, dass wir im Hinblick auf eine Verbesserung der Kontrolle ja bereits einiges getan haben. In der christlich-liberalen Koalition haben wir schon 2009 das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung und wichtige andere Änderungen im Aktiengesetz vorgenommen. So hat ja der Aufsichtsrat bei der Festsetzung der Gesamtbezüge eines Vorstandes dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitgliedes sowie zur Lage der Gesellschaft stehen und die übliche Vergütung nicht ohne besonderen Gründe übersteigen dürfen. Das haben wir bereits beschlossen, schon 2009. Nur bei VW hat man das offenbar überlesen. Ferner können Bezüge schon jetzt auf eine angemessene Höhe herabgesetzt werden, wenn sich die Lage der Gesellschaft nach der Festsetzung so verschlechtert, dass die Fortzahlung unbillig für die Gesellschaft wäre. Es bestehen also bereits die notwendigen Instrumente, um zu handeln. Es liegt aber in der Verantwortung auch gerade des Aufsichtsrates und in den mitbestimmten Unternehmen, auch der Arbeitnehmerseite, hier dann auch zu handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grünen wollen jetzt eine Begrenzung des Steuerabzuges bei Managergehältern. Und die Linke will gleich eine flexible, aber am Ende dann doch feste Obergrenze bei Gehältern. Beides mag gut gemeint sein, nur sinnvoll ist es in der Tat nicht. Es bedeutet nämlich einen massiven Eingriff in die Eigentumsrechte. Nein, ich will es im Zusammenhang vortragen. Es bedeutet nämlich einen massiven Eingriff in die Eigentumsrechte und in die Berufsfreiheit. Ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie hier bewusst grundgesetzwidrige Vorschläge einbringen. Aber was Sie vorschlagen, meine Damen und Herren, ist verfassungsrechtlich nicht zu halten. Wenn ich es richtig verstehe, geht es Ihnen um die Vorstandsgehälter von Großkonzernen. Es gibt aber auch andere Bereiche, in denen
exorbitante Gehälter bezahlt werden, zum Beispiel im Profifußball. Da bekommen auch Angestellte mehr als 500.000 Euro. Und ich sage, die bekommen das, nicht bewusst verdienen, sondern sie bekommen das. Und ist das jetzt bei Ihren Vorschlägen mit umfasst? Ich habe den Vorschlag mehrmals gelesen, ich konnte es nicht erkennen. Meinen Sie jetzt nur die Organe von Kapitalgesellschaften oder soll Ihre Begrenzung grundsätzlich für alle Arbeitnehmer gelten? Was ist mit Personengesellschaften? Was ist mit den Einzelunternehmen? Und wie ist es denn dann mit Artikel 3 Grundgesetz? Was Sie hier vorschlagen, liebe Frau Göring-Eyttag, verstößt gegen das Grundgesetz. Es verstößt gegen das Grundgesetz, es wäre ein systemwidriger Eingriff. Es verstößt gegen das Nettoprinzip. Am Ende schadet es Kleinaktionären und der Arbeitnehmerschaft. Es wäre das Ende der grundgesetzlich geschützten Vertragsfreiheit. Es brächte für Deutschland erhebliche Wettbewerbsnachteile. Es würde Umgehungstatbestände ja geradezu provozieren, Verlagerung ins Ausland geradezu provozieren. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, lassen Sie uns gerne gemeinsam eine vernünftige Lösung suchen. Lassen Sie uns gerne gemeinsam eine vernünftige Lösung suchen, wie wir zu einer Begrenzung von ausufernden Managergehältern kommen. Aber sind Sie so lieb und lassen Sie diese Scheinlösungen, die Sie hier heute anbieten, wieder in Ihrer Kiste verschwinden. Herzlichen Dank. Zu einer Kurzintervention hat der Kollege Dehm das Wort.